Hi, Trucker! Trucking USA von 1983, eine Trucker-Simulation, eine textbasierte Trucker-Simulation, also fernab von jeglichen Euro-Truck-Simulator oder 18 Wheels of Steel, einer der geistigen Vorgänger dieser heutigen Spiele. Gehen wir mal rein. Unsere Aufgabe ist es, eine Fracht von Los Angeles bis New York zu bringen und haben dort dafür Zeit bis Donnerstag um 16 Uhr. Ihr seht oben, unsere Startzeit ist Montag 8 Uhr. Wir können uns drei verschiedene Frachtarten auswählen. Zum ersten gibt es Orangen, das heißt, wir müssen pünktlich da sein, am besten noch vor Donnerstag 16 Uhr, denn danach sind die Dinger verfault. Whisky, zehnfacher Gewinn, Steuer und Mafia verfolgen nicht. Das heißt, wir flüchten vor der Steuer und vor allem flüchten wir vor der Mafia, die unseren Truck klauen will. Und als drittes, das werden wir gleich auswählen, sind Postsäcke. Niedriger Verdienst, dafür kein Zeitlimit. Das heißt, wir können auch Donnerstag nach 16 Uhr ankommen und bekommen trotzdem noch das volle Liefergeld ausbezahlt. Um es nicht ganz so stressig zu machen bei dieser ersten Folge, wählen wir die Postsäcke. 3. Wie viele Kilo willst du laden? 20.000 Kilo sind legal. Da es sein kann, dass wir auf unserer Route auf eine Waage fahren müssen, auf eine LKW-Waage, wähle ich genau diese 20.000 Kilo aus. Das reicht. Okay, dein Truck wird beladen. Warte, bis man Bescheid sagt. Bescheid. Jetzt kannst du losfahren. So, kosten bisher ein voller Truck Diesel $190. Übrigens haben zwei Reifen kaum mehr Profil als ein Politiker während einer Talkshow. Wuh! Willst du sie wechseln? Ja. Welchen Typ willst du? Ein neuer Schuh kostet $200, ein rund erneuerter 100. Wir nehmen einen neuen, beziehungsweise zwei neue. Wie viele möchtest du? Steht das da? Das ist doch wieder kaum zu lesen. Wir wollen zwei. Jetzt können wir eine Route wählen. Nord, Mittel, Süd. Letztes Mal hatte ich die Nordroute genommen. Da bin ich durch Schnee und Blizzards gekommen. Jetzt nehmen wir mal die Südroute. Vielleicht wird es da wettermäßig ein bisschen ruhiger. So. Das ist unser Truck. Wir sitzen im Cockpit und schauen nach draußen. Unten sehen wir Gallonen, das ist unser Tank. Der ist mit 190 Gallonen voll. Miles, die Meilen, die wir bisher gefahren sind. Und bis New York 3120 Meilen. Und links daneben, beziehungsweise rechts neben den Gallonen, steht MPH. Dort können wir eingeben, wie schnell wir fahren wollen. In der Mitte sehen wir Road I-10, California State. Du bist fit und tatendurstig. Truck vorne funkt, Smokey liegt auf Lauer, bleib cool. Das heißt, die Polizei blitzt, wir fahren dementsprechend. Gerade mal 55 mph, das genügt. Auf geht's! Das leise Schnurren des Trucks. Du bist fit und atemdurstig. Wir bleiben bei 55 Meilen. Jetzt sind wir in Palm Springs. Weiter. Wir sind immer noch fit. Ja, wir bleiben mal lieber bei 55 mph. Wer weiß, was mit der Polizei ist, wenn die irgendwo liegt. Hier könnten wir jetzt einen Stopp anlegen, zum Tanken und zum Schlafen, aber wir sind noch fit, unser Tank ist noch gut gefüllt, wir brauchen keinen Stopp zu machen. Wieder blitzt die Polizei vor uns, das heißt, wir müssen uns weiterhin an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ein wunderbarer Kaktus, sehr realitätsgetreu. Andere Zeitzone, stelle die Uhr eine Stunde vor. Oh, schade, immer noch liegt die Polizei auf Lauer. Das heißt, wir können nicht rasen. Wir haben zwar schon 16 Uhr, aber unser Tank ist noch gefüllt. Ich glaube, eine Tankstelle können wir noch. Du langweilst dich ziemlich. Noch 72 Stunden bis zum Termin. Jetzt werden wir so langsam müde, aber ein paar Stündchen können wir noch aushalten. Ja, jetzt sind wir schon in Phoenix, Arizona. Du langweilst dich ziemlich, wir bleiben bei 55 mph, 111 Gallonen noch. Und Smokey liegt immer noch auf Lauer. Dieses Echsenschild sieht man unten rechts, das heißt, dass im nächsten Bildschirm dann eine Tankstelle kommt. Aber wir sind immer noch recht fit. Sind wir schon in Tucson?
Stopp. 100 Gallonen noch, 19 Uhr. Komm, Einfangstelle können wir noch. Speed oder Pause, so müde bist du. Gut. Speed oder Pause, so müde bist du. Smoke liegt auf Lauer, bleib cool. Ja, toll. Seht ihr schon, dass sich so langsam auf der Strecke diese gelben Punkte, das sind Lichter, die sich einschalten. Truck vorne funkt, freie Strecke, Vollgas. Ja, dann machen wir das nochmal. Gehen wir mal auf 75 km/h. Schon wird der Motor lauter. Wurzburg. Wir bleiben an. Gewichtskontrolle. Du musst halten. Die Waage zeigt als Gewicht von Truck, Fahrer, Diesel und Ladung 29.865 Kilo an. Alles in Ordnung. Hätten wir jetzt zu viel getankt, beziehungsweise zu viel aufgeladen, wären wir dran gewesen. Wir haben 22 Uhr. Ich würde sagen, wir legen hier einen Stopp ein für heute Nacht. Tanken 145 Gallonen nach. Mehr als 190 können wir nicht, sonst läuft der Tank über. Bis jetzt hast du 540,75 Dollar Kosten. Ihr seht, draußen ist es schon dunkel. Willst du etwas schlafen? Ja. Wir haben 23 Uhr. Wenn wir 7 Stunden schlafen, dann haben wir 6 Uhr morgens. Das reicht. 7 Stunden schlafen. Komm. Yep, Zeit, sich wieder auf die Socken zu machen. Jetzt hast du 190 Gallonen Diesel. Willst du nachdenken? Nein, natürlich nicht. New Mexico State, noch 58 Stunden bis zum Termin. Wir halten uns erstmal wieder an die Geschwindigkeitsbegrenzung und geben Gas. Einen Stopp haben wir gerade eingelegt, brauchen wir jetzt nichts. Du bist fit und tatendurstig. 55 mph. So, 790 Meilen haben wir schon geschafft. 2330 Meilen sind es noch bis New York. Freie Strecke, Vollgas. Wir haben gutes Wetter. Morgens 8 Uhr fahren wir mal 80 mph. Dementsprechend verbrauchen wir natürlich auch mehr, aber wir sind natürlich schneller da. Jetzt sind wir schon in El Paso. Weiter geht's. Oh, Smoke liegt auf Lauer. Das heißt, wieder runter mit der Geschwindigkeit. Oh, einen Stop brauchen wir nicht zu machen. Noch geht's ja prima. Das heißt, wir werden schon wieder ganz langsam müde. Aber so geht's mir auch morgens um die Uhrzeit. Packers, andere Zeitzone, stelle du eine Stunde vor. Dann mach das. Texas State, die I-20. Truck vorne funkt, freie Strecke, Vollgas. Gerne. 80 mph. Dann mal richtig auf die Tube drücken hier. Immer noch freie Strecke, 80 mph. Wo wir gleich mal wieder langsam nachtanken müssen. Ich hoffe, dass wir jetzt noch rechtzeitig eine Tankstelle kriegen. Während wir Odessa passieren. Ja, das passt doch wunderbar. Tankstelle, wir machen einen Stopp. So, Diesel kostet hier 114 Cent pro Gallone. Wie viel Gallonen willst du? 163 Gallonen. Ist das richtig? Ja. Bis jetzt haben wir 726 Dollar und 47 Cent Kosten. Wir haben 15 Uhr, dürften noch relativ fit sein. Ich glaube, ein paar Stündchen können wir jetzt noch fahren. Das heißt, wir müssen nicht schlafen. Zack, vorne funkt, freie Strecke, Vollgas. Yep, 80 mph. Auf geht's. Brauchen keinen Stopp zu machen? Nein. Irgendwas so bis 21 Uhr werden wir wahrscheinlich fahren können. Sonnig, nur die Straße ist nass. Smokey liegt auf Lauer. Gut, bei nasser Straße. Halten uns dann mal sowieso lieber an die Unfall, Geschwindigkeitsbegrenzung, während wir Abbey Lane passieren. Sonst könnte es nämlich noch passieren, dass wir einen Unfall bauen und dann wäre die Simulation, soweit ich mich erinnern kann, vorbei. Speed oder Pause, so müde bist du. Na dann gehen wir doch mal Speed. Weiter. Wir haben schon fast die Hälfte gleich hinter uns. Einen Stop müssen wir noch nicht einlegen. Weiter geht's. Speed oder Pause, so müde bist du. Ja, immer noch. Das heißt, es geht noch relativ. Also wir halten uns über Wasser. So mit Streichhölzern zwischen den Augen. Während wir in Dallas sind. Schön. Der Kampf mit dem Schlaf wird hart. Ja, gut. Nächsten Stop nutzen wir zum Schlafen und zum Auftanken. Während es draußen schon wieder langsam dunkel wird.
Wir stoppen, nachdem wir jetzt gut die Hälfte geschafft haben. Tanke nach mit 116 Gallonen dürften reinpassen. Das ist auch ein super Preis mit 87 Cent. 116 Gallonen. Es wird Nacht, 23 Uhr. Wir hauen uns auf die Ohren. Jep, wir möchten schlafen. Machen wir direkt mal 8 Stunden. Wir liegen so gut in der Zeit. So, Zeit sich wieder auf die Socken zu machen. Nachtanken? Nein, denn unser Tank ist gefüllt. Wir sind fit. Auf geht's. Komm. Nee, komm, bleiben wir bei 55 hier. Wir wollen es nicht übertreiben. Wollen ja nicht geblitzt werden. Kein Stopp, den hatten wir ja gerade. Und kein Schwack, der was funkt. Das heißt, wir halten uns an die 55 mph. Louisiana. Wir halten an, das heißt Gewichtskontrolle. Dasselbe wie gerade. Wir sind natürlich ein bisschen schwerer, weil der Tank voller ist als gerade. Aber da wir nicht mehr als 20.000 Kilo aufgeladen haben an Postsäcken, ist hier auch alles in Ordnung. Und wir kommen unserem Ziel New York immer näher. Noch geht's ja prima. Er wird schon wieder müde. Naja. Ist ja auch anstrengend, so den ganzen Tag hinterm Steuer zu sitzen. Für mich wäre das kein Job. Noch 29 Stunden bis zum Termin. Ich meine, ich fahre gerne Auto und ich könnte es mir sicherlich mal vorstellen, LKW zu fahren, so testweise oder was, aber nee, das den ganzen Tag beruflich zu machen, ist doch anstrengend. Vicksburg. Netter Name. Oh, Nieselregen verschmiert die Scheiben. Das heißt, wir fahren mal ein klein wenig langsamer. Wir wollen ja keinen Bums bauen. Selbst nicht in Vicksburg. Sonnig, nur die Straße ist nass, ja. Bleiben wir bei 50 mph. Wir brauchen keinen Stopp zu machen. Tank ist noch voll. Wir sind noch relativ fit. Ihr seht, hier mit den Postsäcken passiert nicht viel. Hätten wir jetzt Whisky geladen, dann hätten wir schon längst die Mafia am Hintern. Und wenn die uns mal einholt, oh je, wenn die unseren Sprit, also unser Whisky haben würde, dann ist da was los. Alabama, weiter geht's. Du hast nur noch 24 Stunden Zeit. Ja gut, mit Postsäcken ist das jetzt eher nicht so schlimm, da wir da kein Zeitlimit haben. Zack, vorne Funk, Freistecke, Vollgas, Speed oder Pause, so müde bist du. Dann fahren wir mal 70, da wir nicht mehr ganz so fit sind. Aber so können wir vielleicht ein paar Minuten Zeit machen. Zeit gut machen. Birmingham. Weiter. Gas, 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 komm. Stopp, nein, noch nicht. Zu früh für einen Stopp. Wir bleiben bei 70 mph. Sonnig, nur die Straße ist nass. Ja gut, dann gehen wir wieder ein bisschen runter. Und dann lass uns wieder bei den 55 mph bleiben. Zumal ich jetzt nur hoffen kann, dass gleich mal ein Stopp kommt. An der Grenze von Georgia. Der Kampf mit dem Schlaf wird hart. Ja. Ich fahre mal 50 mph in der Hoffnung, dass es reicht bis zur nächsten Tankstelle. Atlanta. Ich glaube, wir bleiben jetzt stehen. Ne, doch nicht. Es reicht. Mit genau einer Gallone kommen wir an zur Tankstelle. Machen einen Stopp, natürlich. Das ist jetzt auch ganz einfach ausrechnen. 189 Gallonen müssen wir nachtanken. Bei natürlich 114 Cent. Ganz schön teuer hier. Ja gut, bleibt uns nichts anderes übrig. Bisher haben wir 1042,85 $ an Kosten. Und möchtest du etwas schlafen? Ja, allerdings. Wir haben 22 Uhr, pennen 8 Stunden, dann haben wir 6 Uhr morgens. Dann haben wir noch 840 Meilen bis New York. Na, nee, dürfte nicht klappen, aber trotzdem. Zeit, hier wieder auf die Socken zu machen. Donnerstagmorgen, 6 Uhr, nachtanken. Nein, unser Tank ist voll. Auf geht's, zurück auf die Straße, back on the road. Und noch 10 Stunden Zeit. 55 mph, auf geht's. Carolina. Stopp brauchen wir auch nicht. Noch 785 Meilen. Freistrecke Vollgas. Funkt der Truck vor uns, also fahren wir 80 mph. Einfach mal Gas geben. Vielleicht packen wir es ja mal wirklich in Zeitlimit, in New York anzukommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Fahren wir weiter, 80 mph, auch auf die Gefahr hin, dass wir ja erwischt werden. Natürlich.
Fahr rechts ran. Der Hüter des Gesetzes tritt an deinen Wagen und verpasst dir deine erste Anzeige. Du wirst eine Stunde auf das Urteil des Friedensrichters. Ach, du wartest eine Stunde auf das Urteil des Friedensrichters. Die Strafe ist $20 plus 3 Euro für jede Meile zu schnell. Das kostet $95. Ja. Und wir fahren mal direkt mit 80 km/h weiter. mph. Noch geht's hier prima. Nieselregen verschmiert die Scheiben. Das heißt, wir gehen auf 55 mph runter. Ja, das passiert, wenn man zu schnell fährt. Da haben sie einen schnell am Wickel. Und $95 kommen wir noch relativ gut weg, würde ich mal sagen. Dafür, dass wir so extrem schnell waren. Knapp 30 mph rüber. Speed Limit 35 Meilen. Ja, in Greensboro sind wir jetzt. Eine Baustelle. So ein Speed Limit, aber ich kann es hier leider nicht einstellen. Naja, ist egal. Dann bleiben wir bei den 55 mph. Deinen alten Schlitten kannst du auf dieser Straße nicht schneller fahren als 52 mph. Ja, gut. Wieso auch immer. Bleiben wir bei 52 mph. Gut. North Carolina. Zack, vorne Funk. Freie Strecke. Vollgas. Mindestgeschwindigkeit 20 mph. Naja, ist gut. Wir gehen mal wieder mit 80 mph Gas. Noch 2 Stunden an der Grenze von Virginia. Das wird wohl nicht klappen bis New York. Du langweilst dich ziemlich. Dann gehen wir wieder vom Gas runter, bevor uns die Polizei wieder erwischt. Am Ende von Richmond. Ja, Speed oder Pause, das müssen wir jetzt durchziehen. Das müssen wir jetzt durchziehen, ja. Jetzt werden wir schon wieder angehalten. Das bedeutet... Oh, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Oh nein, oh nein, oh nein. Nach 45 Meilen stehst du mit leerem Tank da, Dummkopf. Kostet dich $200, ein Fass Diesel zu besorgen. Außerdem hat dich deine Schlafmützigkeit 4 Stunden gekostet. Eieiei, da habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Ja, es geht natürlich ins Geld. Oh je, oh je, oh je. Der Kampf mit dem Schlaf wird hart. Nieselregen verschmiert die Scheiben. Boah. Ich würde vorschlagen, da wir ja kein Zeitlimit haben und jetzt ist es sowieso egal, legen wir mal einen Stop ein. Zum Auftanken. Und zum Schlafen. Wir haben 40 Gallonen, 150 können sich also tanken. Ich denke, 100 Gallonen reichen bis New York. Dann haben wir insgesamt 140 Gallonen. $1446 schon an Kosten. Oh Mann. Etwas schlafen, ja. Dann machen wir mal 6 Stunden Schlaf. Dann können wir früh morgens aufbrechen. Nachtanken brauchen wir nicht. Und jetzt aber durch hier bis New York. Komm. Smoke liegt auf Lauer. Heißt 55 mph. In Washington DC. Washington mit O geschrieben. Aha. Na gut. Stopp. Nö. Weiter. Maryland. So langweilt sie ziemlich. 55 mph. Noch 218 Meilen bis New York. Stopp. Zahle Straßengebühr für $29. In Baltimore. Verdammte Maut. Nieselregen verschmiert die Scheiben. Egal, 55 mph, das ziehen wir jetzt durch hier. New Jersey, schon wieder Straßengebühr, diesmal $25. Sauerei. Ich mach doch nur meinen Job. 53 Meilen noch, damit haben wir es gleich geschafft. Wir brauchen keinen Stopp mehr einlegen, den wir jetzt sowieso schon eine extreme Verspätung haben. Du langweilst dich ziemlich, 55 mph. Damit dürften wir jetzt in New York sein. Ja, das Empire State Building, wir sind da. Yeah. New York, US Post. Kosten bis jetzt $1500. Kein Wunder, dass die Post keine Fahrer hat. Die Fuhre bringt Fachgeld $3640. Absichtlich der $1500 an Kosten bleiben uns $2140, die wir mit dieser Fahrt verdient haben. Ja, das war Trucking USA. Noch eine Fahrt? Nein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat so ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe das Spiel eigentlich damals ganz gerne gemocht. Auch jetzt macht es Spaß, mal wieder eine Runde zu spielen. Ich glaube, nächstes Mal werden wir mal eine Whisky-Runde einlegen und dann mal gucken, ob wir die Mafia abschütteln können. Und für alle, die noch nie einen Basic Code gesehen haben, kann ich euch das mal zeigen. Das ist das komplette Spiel. Das geht jetzt noch ein paar Minuten so, bis wir am Ende sind. Das könnte man jetzt nach Belieben abändern und neu speichern. Also könnte man dementsprechend auch cheaten, wenn man möchte. So sieht ein Code aus, der Code von Trucking USA.
Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, verabschiede mich bis zum nächsten Mal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen!